Ja, schönen guten Abend. Oder wie man bei uns sagt, Nobbe miteinander. Ich habe mal wieder einen neuen Test für euch und diesmal habe ich von Jule und Kari, den Two Test Girls, etwas zugeschickt gekriegt. Und es geht heute um Proviant. Das Ganze ist eine biologische Rhabarberlimonade aus Berlin. Naturtrüb, vielleicht sieht man es auch. Ich glaube nicht. Kommt gerade direkt aus dem Kühlschrank. Und ich bin gespannt, Rhabarber mag ich einfach mal gar nicht. Aber schauen wir mal. Erstmal aufgemacht, das sprudelt ein bisschen. Hab ja gerade geschüttelt. Es riecht relativ nach Rhabarber, aber angenehm noch. Schauen wir mal, wie es schmeckt. Erfrischend. Erfrischend, erfrischend. Kühl natürlich. Yay, sehr gut. Und wenig nach Rhabarber. Super Sache. Was soll ich sagen? Man kann es trinken. Wie gesagt, ich mag kein Rhabarber, aber trotzdem schmeckt es mir. Oh, das war mein Windows. Naja. Macht immer ein bisschen komische Tönchen zwischendurch und ich weiß eigentlich gar nicht, um was es geht. Aber ich will nicht in Begeisterungsstürme ausbrechen, aber ist ganz in Ordnung, man kann es trinken auf jeden Fall. Pure Erfrischung steht da drauf, richtig schön ist ja auch dieses Etikett. Schön auch alt gemacht mit so einem alten Logo da drauf. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Kann man lassen. Ich glaube, das hätte ich mir auch so gekauft, wenn ich es im Laden gesehen hätte. Was ist schon drin? Rhabarberlimonade. Achso, nee, es ist Rhabarberlimonade. Zutaten: Wasser, Bio-Rhabarbersaft, 21%. Bio-Rohrzucker, Bio-Aroniasaft, Bio-Zitronensaft, Kohlensäure. Punkt. Und hergestellt aus frisch gepresstem Saft und kein Konzentrat. Sehr schön. Was soll ich groß sagen? Es schmeckt mir. Richtig schön. Leider sind die wärmeren Tage jetzt schon wieder vorbei und es wird wieder kälter. Aber trotzdem kann man gut trinken zwischendurch. Ich danke den Two Test Girls ganz herzlich. Alle wichtigen Infos gibt es wie immer auch unten in den Kommentaren. Quatsch, nicht in den Kommentaren, in der Beschreibung natürlich. Ich glaube, ich werde das Ding noch leer machen jetzt. Klar, gehört sich so. Ne, echt super. Doch, danke nochmal. Vielen Dank. Ihr kriegt auch bald wieder was. Und ja, mir bleibt nichts zu wünschen als einen schönen Abend oder gute Nacht.